hat nicht einmal schon die Heut von mir geschunden, dem Marech von mir ausgesäugen, gelost in heule Wunden. Nor auskortschen die Wurzeln mir hat keiner nicht gekannt. Und ob wir seht mich, lebe ich auf der Welt. Ahoi, Herr Bäum, a schöner Bäum, a starker Bäum. Wort und Nigen. Ruth Levin erzählt wegen jüdische kulturelle Tours, Schreibers, Komponisten, Singers. Shalom Aleichem, teure Zuhörer. Mit 130 Jahren zurück, dem 5. Dezember 1888, ist geboren geworden in Bobruisk, Weißrussland, die jüdische Dichterin Zilja Dropkin, von der Heim Zilja Levin. Ihr Tate ist gestorben, wenn sie ist noch gewesen ein Kind. Und sie hat gewohnt zusammen mit der Mamen und Schwester bei reichen Kräuvim. Bis 8 Jahre hat sie sich gelernt bei Rebetzin und später in einer russischen Gymnasie in Bobruisk. Es war, als schon wenn sie es gewesen in ganzen 10 Jahren, hat Zilja schon ungehäuben schreiben Lieder auf Russisch. Wenn sie wird 17, fahren sie rüber in Kiew, um weiter sich zu lernen dort. Und in Kiew bekennt sie sich mit dem berühmten hebräischen Schreiber Uri Nissen Gnessin. Gnessin ermutigt sie, sie soll schreiben weiter Poesie. In 1909 hat sie Hassene gehabt mit Schmuel Dropkin, ein aktiver Tour von Bund. In 1910, bald noch ein geboren werden von sehr erst Kind, muss Schmuel zulieb politische Siebes entläufen in Amerika. Zilja mit dem Kind folgen ihm noch mit 2 Jahren später. In 1918 hebt Zilja Dropkin an zu schreiben jüdische Poesie und Erzählungen. Und in 1935 ist er aus ihr Erstbichel in heißen Wind, Lieder. Lass mir hören ihr eigen Kohl auf dem Kompaktel Die goldene Pave, das Kohl von dem jüdischen Schreiber. Das Kompaktel, was nimmt rein Rekordierungen von 10 jüdischen Dichtern vorlehnen sehr Lieder, ist zu neu gestellt durch Sheva Zucker und er aus in New York in 2001. Ot ist das Kohl von Zilja Dropkin, was lehnt vor ihrs Aviglied. Auf dein golden Kettele, Rudi hoff mein Blick, schlof mein golden Kettele, schlof mein einzig Glück. Mit der golden Schlüssele, werd ich schlofen weg, zu machen die Edelach zu mein einzig Glück. Auf hab ich ein Kischele, in der weißen Weg, Ruh dein golden Käppele, wo mein einzig Glück. Tust du sich ein Zappel still, tu ihr dich ein Weg. Schlaf mein golden Käppele, schlaf mein einzig Glück. Wieglied. Eine Mama von 6 Kindern, 5 von sie seinen geblieben Leben, ist Zilja gewesen zwischen die wichtigsten modernen jüdischen Dichtern in Amerika. Ihr Poesie teilt sich besonders aus mit raffinierten Ausdruck von tiefe lyrische, sensuelle und erotische Beziehungen zwischen Mann und Frau. Die Reifkeit von Form und die thematische Aufrichtigkeit von ihr Poesie haben mit 10 Jahren noch ihr Tod aufgeweckt viel Interesse bei einer Reihe Forscher und Übersetzer.
Lass mir hören noch ein Lied von Celia Dropkin in ihrer eigenen, schöner, exaltierter Rezitatie. Der Qualität von der alten Rekordierung ist nicht sehr gut. Will ich es dir noch vorlehnen, noch einmal. Weiß wie der Schnee. Weiß wie der Schnee auf die Alpen, heich wie eine bargische Luft, gewürzt wie verzeihliche Sauben, mir dein Schenkel ruft. Weil du glänzt wie unberichte Schneen, wach auf dem Atem wie zugeheche Luft, und es ist modne der Kopf nur ein Drehen, die vom Prickern verkischeften Duft. Nur du bist nur ein kleines Städtel, die Kingel, mit ein bisschen dazu dein Genuss. Du bist tont und dein Kahl in dem Ringel, und auf mir wird zu wachsen sehr groß. Celia Dropkin hat vorgelehnt ihr Lied Weiß wie der Schnee. Und jetzt ich. Weiß wie der Schnee auf die Alpen, scharf wie die bargige Luft, gewürzt wie verzeihliche Salben, mich dein Schönheit ruft. Weil du blendst wie unberührte Schneen, verhappt dem Atem wie die zu hohe Luft, und es hebt modne der Kopf mir und drehen, wie von prickern verkischeften Duft. Aber du bist nur ein klein Städtel, dick Jingel, mit ein bisschen zu langer Nuss. Du wirst unten dein Kalle, dem Ringel, und auf mir wird sie wachsen sich groß. Die letzten Juren von ihr Leben hat sich Celia vernommen mit Malerei. Gestorben ist sie in New York in August 1956. Nach ihr Tod haben ihre Kinder herausgegeben dem Buch ihre Lieder, Erzählungen und Malerei mit demselben Titel wie früher. In heißen Wind. Ot ist ihr Lied zu der jüdischen Dichterin, rezitiert durch den Pianist Evgeny Kissin. Es befindet sich auf dem Kompaktel auf die Klavischen von jüdischer Poesie. Celia Dropkin zu jüdischer Dichterin. Was ist der Fun, was dein Blick dringt die vereinen Sachen? Dein Herz schläft. Und als ist gekommen, und du hast mit klaren Blicken akugget und auf ihm wie auf Asun, was ist der Fun? Darf's dreimal, wie ich, brennen in Genem auf a Feier von Liebe, langsam brennen, darf's dreimal wie ich in Genem geleitert werden, darf's lieben Monzeichel und Stolz lieben bis in Teut, dann, wenn du wirst dem Teut in Liebe erkennen, schreib Liebe Lieder. Zu der jüdischen Dichterin, rezitiert durch Evgeny Kissin. Und wir verendigen unsere Odyssee Likovit dem 130. Geburtstag von der Dichterin Celia Dropkin mit dem Volkslied Du sollst nicht gehen mit kein anderen Mädelach in der Ausführung von Freddy Katz. Du sollst nicht gehen mit kein Putschei Mädelach. Du sollst nur gehen, lieben you mit mir. Du sollst nicht gehen, zu dein Mamen you in Stieberein. Aber kommen sollst du nur zu mir. Wie ist das Gässele? Wie ist das Stiebele? Wie ist das Jingele? Wem in Hob lieb? Nicht du das Gässele, nicht nicht du das Jingele, wem in Choblim. Du sollst nicht gehen, du sollst nicht gehen. Du sollst nicht gehen, du sollst nicht gehen. Gehen sollst du nur mit mir. Gehen nur mit
nicht gehen mit sich. Soll's nicht gehen mit sich. Und das ist das heutige Programm von unserem kulturellen Kalender. Seid gesund von Jerusalem. Ein schöner Baum, ein starker Baum. Jodhersch gehört ein originelles Programm von Radio Idisch Purtus. Ihr könnt gefunden die frierdige Odysseus und andere Programme von unserem Radio auf Podcast. Klappt noch Radio Idisch Purtus in dem Suchfenster von eurer Podcast-Besorger und ihr werdet sehen alle benimmste Odysseus. Idisch Purtus ist eine unabhängige kulturelle Organisation, die rechnet sich nur auf der Stütze von ihren Mitgliedern und Edovanim. Ihr könnt euch helfen, verspreiten unserer Kultur. Geht über zu unserem Webort www.idishpurtus.org www.yidlshpourtus.org. Dort wird ihr sehen, wie er soll das zu tun und eine Sache was zu lehnen. Hat er noch?